So, es ist vielleicht nicht die schönste Garage, aber wir haben hier was Neues, das ich schon mal vorausgepackt habe. Mit meinem Werkzeug und dem ganzen Kram gehen wir mal zum Arsch des Babys. Das hat momentan noch den, jetzt renne ich schon das Zeug um, originalen Endtopf mit Hitzschutz und dem neuen Kennzeichenträger. Kennzeichen, wunderhübsch. Das wird ausgetauscht. Dazu wird dann der ganze Kladderadatsch entfernt, bis nach hier hinten unten. Das kommt alles weg. Und dann habe ich hoffentlich einen besseren Sound und ein bisschen mehr Durchzug. Insofern stelle ich euch mal hier hin und schraube, erzähle ein bisschen, was ich dabei mache. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. So, dann fangen wir mal an und nehmen das Heck ab. Und die Verkleidungsteile. Lege es mal hin. Dahin. Was ich dazu empfehle, ist die Elektrik zu killen. Sicher ist sicher. Das Bergwerkzeug, genau, raus. Und zur Sicherheit habe ich, der hat keine ABE, sondern eine E-Nummer. Dazu gibt es eine kleine Karte. Die packe ich mal sicherheitshalber einfach zu meinem ganzen Kram. Das ist wasserdicht verpackt. Und im Heck, falls die netten Herren im Blauen nachgucken wollen. Dann lösen wir mal die vier Schrauben vom Heck. Als Tipp, wenn ihr Schrauben habt, legt sie am besten in Gläser oder in Tüten, die ihr beschriften könnt, damit ihr wisst, woher die Schrauben kommen. Ich bin faul, ich lege das Ganze auf den Boden und packe die Schrauben in die Löcher der Teile. So, den Sitz muss ich noch entfernen. So, ich erzähle euch mal währenddessen ein bisschen was über das neue Baby, was drankommt. Das ist ein Bodis Q1S aus Edelstahl mit Titan-Endtopf und Carbon. Endkappe oder wie auch immer man es nennen will, hat einen schönen Sound. Das, oh, nehmen wir das mal weg. Davon könnt ihr euch im Netz überzeugen. Da gibt es einige Vergleichsvideos. Ich habe auch aufgenommen, wie es vorher klingt und werde danach nochmal aufnehmen, wenn ich fertig bin, damit ihr einen Vergleich habt vom Sound her. Ich sage gleich, ich lasse die DB-Killer drin. Ich habe keinen Bock auf die 3 Punkte und die 90 Euro und das Erlischen der Versicherung. Ich will nur ein bisschen besseren Sound. Die DB-Killer kann ich mal rausnehmen, wenn ich wieder auf die Strecke gehe. Das wird aber noch ein bisschen dauern. So, Heck ab. So, dann nehmen wir mal hier die Verkleidung ab. Kann ich mir die Mühe glauben? So, dann fangen wir mal an, das Hitzeschutzblech zu entfernen. So, die schwarze Rohrabdeckung hier mit einer Schraube lösen. Die hängt hier oben noch fest. Lassen wir erstmal so. Und jetzt die. Boah. Die Fußraste lösen. Die sitzt ziemlich fest, aber das muss ich auch. Wenn ihr das Ding abmacht, macht irgendwas drum, nicht, dass es dann hier unten rum haut beim Hängen und irgendwas kaputt macht. So, das wird hier auch im Hitzeschutzblech gelöst. Das hängt da noch fest. Dann lösen wir das nochmal. So, das wäre gelöst. Jetzt können wir das hier rausheben. Einmal ab.
da. Und weg mit dem Hitzeschutzblech. Da habe ich da innen drin ein bisschen drauf gedrückt, so reingedrückt, dann geht es besser. Sieben war auch mal weg. Uiuiuiui. Schön ist was anderes. So, wir müssen an diese Schelle, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Da innen drin. Diese Schelle. Da müssen wir dran. So. Wer sich fragt, was das hier hinten für eine Schraube ist, eine 10er Schraube. So, das Blech ist auch ab. Super. So, jetzt lösen wir die Verbindungsschrauben für den Endschalldämpfer und das Verbindungsrohr. So, ich löse mal das Schutzblech vom Endschalldämpfer. So, dann lösen wir mal die Verbindungsschrauben für den Endschalldämpfer. Auf beiden Seiten. Da bewegt sich was. Jetzt habe ich noch mal so Schützen und dann mache ich nicht. So. Eine Socke bereitgelegt. Das sollte für den Anfang reichen. Barscht. So, damit lösen wir die Schelle, die hier den unteren Teil mit dem Rohr verbindet. Uiuiuiui. Schön ist was anderes, sage ich euch. Aber die Dame hat ja jetzt auch schon 8 Jahre auf dem Buckel. Uiuiui. Dafür sieht sie noch gut aus und ich habe sie noch nicht mal sauber gemacht. So. Ich befürchte, ich habe bereits diesen Kennzeichenhalter angebracht, weil der neue Endtopf ein bisschen größer ist und mit der Originalhalterung nicht passt. Außerdem hatte das Bike vorher schon Kellermann-Teile dran und daher eventuell alles etwas anders passend. Und ich fand das Design ganz gut. Dann packen wir mal das weg. Tada! Dann entfernen wir mal das Hitzeschild. Riesenteil. Das werde ich in Zukunft nicht mehr brauchen. Ich kann vieles hier weglassen und jetzt ist es nur eine Frage, das da unten abzujuckeln. So. Uiuiuiui. Also wenn ihr euch fragt, wie sowas aussieht, so. Ich glaube, das hier mache ich erstmal sauber. Ja, gleich eine Ecke besser. Vorne von außen. Von innen geht's auch, aber der springende Punkt ist, muss ich zusammenziehen können. Schraube dreht sich, wenn auch etwas schwergängig. Ne, geht. Und die drückt dann dieses Rohr auf das untere, auf den unteren Vorverstärker, den ich auch mal abwischen werde. Nehmen wir die Schelle auf. So, das ist eins der Teile, die Bodes mitliefert. Ich werde die nachher nochmal reinigen, dass meine Fingerabdrücke da nicht drauf sind.
Und die sollten jetzt hier, war das da? Oh, müsste. So, und die so hier dran. Gucken. Hast wieder eins. Ja, ich muss noch treffen. Das ist das Baby, das wir jetzt anbringen werden. Das nächste Teil setzt sich so drunter. Und die mitgelieferten Schrauben fixieren das Ganze an der unteren, an der oberen Abfederungs-Dingsbums, tralala. Dortig. Und jetzt kommt das Ausrichten. Das Bike steht recht gerade. So, aber noch nicht ganz fest, denn nach fest kommt ab. Nein, Quatsch. Es gibt hier noch diese Federchen. Die kennt wahrscheinlich jeder, der schon mal sich damit beschäftigt hat. So, hier. Ja, da braucht man Kraft. Am besten was zum Ziehen. So, ich probiere mal was. Wunderbar. Scheiße. So, also mit der Zange geht's auch. Fertig. So leicht geht das. Jetzt müssen wir natürlich noch die Schelle fixieren. Ich habe ein kleines Problem. Ihr seht, die Schelle ist bewegt sich noch. Ich kann sie nicht weiter zudrehen. Sie ist voll zu. Und sie dichtet nichts ab. Ist nicht im Sinne des Erfinders. Also es scheint so, als ob die Schelle entweder zu groß ist oder Bodes sich das anders vorstellt. Ich werde mal anrufen. Da heute Sonntag ist, muss ich bis morgen warten. Mal gucken. Mal gucken, was sich da ergibt. Ich werde jetzt trotzdem schon mal den Kennzeichenhalter wieder anbringen. Und dann baue ich weiter, sobald sich Speer gemeldet hat und gesagt hat, wie die sich das vorstellen. Bisher habe ich die als sehr hilfsbereit erlebt. Also denke ich, das wird sich auch schnell regeln. So, dann machen wir mal wieder den Sitz drauf. Das ist also das neue Heck. Ich finde es ganz schnieke. Es ist wesentlich cleaner, wenn man von hier unten guckt. Geht dann da rein. Hier ist dann später als Hitzeschutz. Muss ausreichen. Das Rohr wird heiß, aber mein Gott. Ist halt so, wenn ich das Plastik dran machen würde, würde das vermutlich bald schmelzen, weil da kein Hitzeschild dabei ist. Aber hey, bin erwachsen, das wird schon klappen. Insofern, ich zeige euch nochmal das Problem. Ne? Ist
zu, kann ich nicht enger machen, rutscht hier rum und muss das da abdichten. Immerhin, ich wiege den ganzen Kladderadatsch mal, das Riesenbaby auch. Guck mal, was ich an Gewicht gespart habe und sage mal, bis ich wieder Infos habe. Tschö, tschö. So, ich dachte mir, ich mache das gerade mal hier. Hier ist das Licht besser. Ich hatte ja noch versucht, das Verbindungsrohr anzubringen und dann passte eine Schelle nicht oder war zu groß. Ich habe inzwischen mit Bodis nochmal telefoniert, beziehungsweise mit dem netten Florian, der gesagt hat, im Prinzip ist es egal, gibt verschiedene Bikes, nimm was passt, sollte gehen. Er hat es ein bisschen mehr ausgeführt. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo, ich hoffe, man kann es sehen, dieses Rohr heiß ist und einfach aufgeschoben. Da kommt keine Luft raus, ich habe es mit der Hand geprüft. Das hier ist alles ein bisschen nah, kriegt auch ordentlich Temperatur, aber nicht schlimm. Also ihr seht, da ist nichts angebrannt. Ich werde versuchen, das noch ein bisschen abzubiegen. Das hier hätte ich im Endeffekt auch sinnvoller machen können, und zwar außen rumlegen, aber gut, jetzt ist es halt so. Das sollte soweit alles passen und schon eine kleine Fahrt gemacht. Ich sage euch, der Sound ist Hammer. Ich habe jetzt hier ein kleines Soundschnipsel aufgenommen, um euch den Vergleich mal zu zeigen. Und hier kann ich es euch im Licht auf jeden Fall optisch zeigen. Verbindungsrohr wunderbar, Edelstahl geht hier unten drunter und da ist der Endtopf. Wunderhübsch mit E-Nummer. Die Manschette hält wunderbar. Der Kennzeichenhalter von Bodis sieht auch klasse aus und jetzt sieht das Baby von hinten so aus. Hat einen Hammer-Sound, ist auch schon warm geworden, wie man sieht, aber wunderbar, ich sag's euch. Anbringen war echt easy, also wäre ich mir da nicht so unsicher gewesen, wäre es wahrscheinlich eine Sache von 15 Minuten gewesen, wenn es hochkommt. Bedarf keines besonderen Kenntnisbaums oder Skillsets, kann man easy machen. Die DB-Killer sind drin. Die kann man natürlich auch rausnehmen, die beiden. Das sind Schrauben. Ich hoffe, ihr könnt die sehen. Dortig. Falls ich das mal mache, weiß ich noch nicht. Mal schauen. Auf jeden Fall ist das Baby jetzt ein ganzes Stück geiler geworden. Und ich denke, damit ihr auch hört, wie sich das anhört, gefühlt viel lauter, viel breiterer Sound, gibt es jetzt die Soundschnipsel. So, ich bin mal wieder unterwegs. Ich dachte nur, ich nehme euch mal kurz mit für einen Fahrsound. Ich kann jetzt aber spontan nicht das Mikro hinten an den Endtopf halten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was über den Auspuff gelernt. Über die Abgasanlage, Entschuldigung. Und falls ihr daran Interesse habt, Link packe ich in die Beschreibung runter. Und könnt ihr mal sagen, was ihr so vom Sound haltet. Also ich fand den Einbau, wie gesagt, super easy. Ich finde die Jungs bei Bodis bzw. Speer Racing super nett. Ich bin trotzdem nicht gesponsert für dieses Video. Ich habe mir den Auspuff brav selber von meinem eigenen Geld gekauft und gebe hier meine unbeeinflusste Meinung preis. Ich hoffe, das hilft euch irgendwie. Insofern, ich bin wunderbar zufrieden mit dem Teil. Mir macht das Fahren noch mehr Spaß, auch wenn ich das Gefühl habe, jetzt alle aufzuwecken und Ohrmuscheln zum Platzen zu bringen. Aber es klingt einfach besser.
Und das ist nominell nicht lauter als vorher. Pi mal Daumen. Keine Ahnung. Schätze ich mal. Und ansonsten vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns demnächst wieder. Tschö, tschö.